Also, wir sind wieder mal beim Hundefutter richten. Und weil mich die Leute auch das immer wieder fragen, wir haben hier Schweinefleisch. Das ist Schnitzelfleisch. Wir haben hier, muss ich erst aufmachen, wir haben hier faschiertes. Na, ich bin nicht geisteskrank. Also ich kaufe meinen Hunden nicht extra Schnitzelfleisch und faschiertes, damit es ihnen gut geht. Das ist abgelaufen. Ja, das ist einen Tag abgelaufen. Es darf nicht mehr verkauft werden, also nicht mehr in den Handel. Ein Mindesthaltbarkeitsdatum hat natürlich ein Ende. Das Zeug ist aber dann auch nicht schlecht. Das heißt, man kann das ohne weiteres an Hund noch verfüttern. Es ist kein Todesdatum. Dieses Mindesthaltbarkeitsdatum besagt, dass die Ware bis zu diesem Datum haltbar sein muss. Meistens ist sie länger haltbar. Mich hat der Metzger angerufen, hat gesagt, er will es nicht wegschmeißen, ob ich es haben will. Und ich habe gesagt, naja, ich meine, jetzt kriegen die Hunde bei uns Schnitzelfleisch und faschiertes. Die Welpen werden sich freuen. Das ist nicht schlecht. Das nächste, was jetzt dazu kommt, darf man Hunden Schweinefleisch füttern? Ich höre immer wieder, Schweinefleisch ist giftig für Hunde, die dürfen das nicht essen. Schweinefleisch kann nicht verdaut werden. Hoffentlich wissen das die Wölfe im Wald auch. Nur so nebenbei. Schweinefleisch enthält Enzyme. Schweinefleisch löst Allergien aus. Das ist alles Humbug. Das ist Schmarrn. Das ist Blödsinn. Es hat einen Grund, warum das überhaupt aufgetreten ist, dass man Schweinefleisch nicht verfüttern soll. Und zwar ist das der Aujezki-Virus. Der Aujezki-Virus kommt hauptsächlich in Schweinen vor. Und zwar in Wildschweinen. In Österreich ist der Hausschweinebestand, für Deutschland weiß ich es nicht, aber in Österreich ist der Hausschweinebestand von der Agentur für Ernährungsgesundheit als Aujezki-Virus frei bezeichnet. Also man braucht in Österreich keine Angst haben, wenn man dem Hund, wie ich es jetzt da mache, Schweinefleisch verfüttert. Der Aujezki-Virus wird von Schwein zu Hund oder auch zu Katze übertragen. Zum Beispiel bei Jagdhunden, die bei der Nachsuche vielleicht von dem Wildschwein gebissen werden oder Blut aufnehmen oder wie auch immer. Und der Aujezki-Virus ist für Hunde und Katzen tödlich. Das fängt an mit Juckreiz im Gesicht und an den Vorderläufen und ja, geht dann hinterher aufs Nervensystem und endet schließlich nach ein paar Tagen bei einer Katze relativ schnell. Beim Hund dauert es ein bisschen länger, sterben diese Tiere, also das ist nicht heilbar. Und daher kommt das, man darf Hunden und Katzen kein Schweinefleisch füttern. Jetzt ist es aber so, dass dieses Virus keine heißen Temperaturen verträgt. Das heißt, wenn man Angst hat und sagt, wie gesagt, in Deutschland weiß ich es nicht, in der Schweiz weiß ich es auch nicht, wie da das mit dem Haustierbestand, also Hausschweinbestand ausschaut, dann kocht man das Fleisch. Der Virus ist bei 55 Grad im Eimer. Das heißt, wenn man das ganze Fleisch kocht, kann nichts passieren. Wir verfüttern das jetzt ganz bewusst roh, weil wir schon immer Schweinefleisch verfüttern. Ich kriege schon immer abgelaufenes Fleisch vom Metzger. Und ich habe schon von meiner Großmutter gelernt, Nahrungsmittel sind wertvoll. Nahrungsmittel schmeißt man nicht weg. Meine Großmutter ist durch den Zweiten Weltkrieg gegangen. Man hat da nichts weggeschnitten. Und selbst ein fauler Apfel, da wurde das Faule noch rausgeschnitten und der Apfel noch gegessen, weil Nahrungsmittel wertvoll sind. Ich bin derselben Meinung. Nahrungsmittel gehören nicht weggeschmissen. Uns sind heute Nudeln übrig geblieben beim Kochen. Wir machen wieder mal eine ordentliche Säure. So wie das die Leute von mir schon können. Allerdings ist da jetzt viel mehr drinnen als du. Und punchen das jetzt zusammen. Und wie gesagt, in Österreich keine Angst bei rohem Schweinefleisch, Entschuldigung, wegen dem Aujezki-Virus, denn der ist auch meldepflichtig. Das heißt, wenn der irgendwo auftreten sollte bei geschlachteten Schweinen, dann schreien die Behörden sofort Zeta und Mordio. Also man braucht da wirklich keine Angst haben. Wie es in anderen Ländern ausschaut, weiß ich nicht. Ich rede jetzt da mal für Österreich. Wie gesagt, wenn sich jemand fürchtet, kocht das Zeug und ihr habt überhaupt kein Problem damit. So, jetzt kriegen unsere Welpis hier noch Nudeln. Und Nudeln sind auch nicht schädlich für Hunde. Nochmal, man schmeißt Nahrungsmittel nicht weg. So, dann kriegen sie noch Wolfsblut, das ist Wolfsblut, Wildduck Puppy. Das kriegen sie jetzt auch noch drüber, weil wir haben hier ein paar hungrige Welpen. Ihr haltet jetzt die Klappe, ihr kriegt später was.
So, dann haben wir da noch warmes Wasser drauf. Denn es ist ja kalt draußen. Dann kriegen bei uns die Hundis kein kaltes Wasser drauf, sondern warmes. Warm, nicht heiß. Sonst verbrennen sie sich nur das Goschi. So, da machen wir was drauf. Da geben wir auch was drauf. So. Machen wir jetzt wieder ein bisschen Matsch. Ich glaube, es gibt Leute, sage ich, die kriegen die Krise, wenn die das sehen. Wie ich da herumgatsch und herummatsch. Mir gefällt das. Ich weiß, dass das den Hunden schmeckt. Sag ich, mir gefällt das recht gut. Und ich glaube, auch andere machen das ganz gern. So ein bisschen herumpanschen, manchen. Und die Welpen, die werden sich da gleich wie die Wahnsinnigen, wie die Piranhas da drauf stürzen. Aber die haben ja alle Hunger. So, dann könnt ihr mich hinaus begleiten. Was nicht. Da geh da um, da fressen. Gibt's ja nicht. Ich brauche was ich extra. Ich muss mal reinnehmen. Ich arme Piccolina-Tier. Bist du mit nach drinnen kommen und drinnen essen? Die haben dir nichts übrig gelassen, du kleiner Zwerg. Du hast geschlafen, gib zu. Du hast nichts mitgekriegt. Nehmen wir dich mit rein. Musst du drinnen was essen? Du musst drinnen was essen, gell? Schau, die sind gefräßig. Die haben das alles aufgegessen. Die haben keine Rücksicht auf die kleine Piccolina-Knobel. Da kannst du nachschauen gehen, es ist nichts mehr da. Nehmen wir dich mit rein, so geht es nicht. So, alles leer.